Reiseabenteuer entlang der Chopau. Zu tollkühnen Männern und flinken Bienen. Zu unterirdischen Schätzen und einem furiosen Maskenfest am Fluss. Im Erzgebirge entspringt die Chopau am Fuße des Fichtelbergs. Und auf ihrem Weg nach Norden durchquert sie wilde Bergschluchten und romantische Täler. Hoch über dem Fluss auf einem Felsen steht in Stein gemeißelt, dass die Chopau Sachsens schönster Fluss sei. Signiert von A.R. anno 1877. Niemand weiß, ob dieser A.R. einst an der Chopau lebte. Aber er lebt hier, Thomas Rolle, seines Zeichens Müller. Und er liebt seine Chopau, denn... Welcher Fluss kann schon von sich behaupten, dass er am Fichtelberg entspringt, durch viele interessante Orte fließt, an vielen Burgen vorbei. Und nicht zuletzt treibt er die einzige Mühle im Erzgebirge an. Und das zeichnet die Chopau schon aus. Und Jörg Schneek, der Forellenzüchter aus Halle an der Saale. Er lebt seit 1977 am Fluss und weiß... Die Chopau selber ist noch wie ein bisschen Ausläufer Erzgebirge. Alles andere wird dann flach. Wir haben eine ganz andere Landschaft. Das ist genau hier der Knick. Und es ist eine sehr schöne Gegend. Schön hier zu wohnen, ja. Aus Venedig an die Chopau nach Ehrenberg kam gar der Italiener Giorgio Furlan. Vor 9 Jahren. Aber warum? Es brauchte so etwas, das mich an Italien erinnert. Hügel, Schlösser, Dörfer. Und Sachsen und ihr, besonders dieses Gebiet, hatte diesen Charakter. Und wenn man denkt, auch wie heiß dieser Ort ist, Ehrenberg, übersetzt ist in Italienisch Monte Onore, Berg von Ehre. Und da ich sage, da ist mein heiliger Ort. Oder meine, wie gesagt, terra promessa, meine, ich sag mal in Deutsch, gelobte Land. Kilometer misst die Chopau von der Quelle bis zur Mündung. Nicht viel, aber eine Flussreise durch zwei markante sächsische Landschaften. Zunächst durchs Erzgebirge, vom Fichtelberg bis nach Frankenberg. Und dann das sächsische Burgenland. Nahe dem Städtchen Döbeln mündet die Chopau schließlich in die Freiberger Mulde. Links und rechts der Chopau, Burgen und Schlösser. Eins davon Schloss Ehrenberg. Oder besser, was von Schloss Ehrenberg noch übrig ist. Seit 9 Jahren ist Giorgio Furlan nun Schlossherr. Von der Berliner Spree hatte es den Architekten an die Chopau gezogen. Nicht einfach so. Aber mein Traum war immer ein Ort, wo ich meine kleine Kulturzentrum schaffen konnte. Zuerst ließ er das Gutshaus restaurieren und erfüllte sich so einen Teil seines Traums. Dann gründete er einen Verein. Den Kulturförderkreis Centro Arte Monte Onore und brachte die Kunst des venezianischen Maskenbaus nach Ehrenberg. So wie die anderen, dass sie nicht so wie Blätter fallen. Eine verrückte Idee. Aber auch eine Herausforderung, denn die hier arbeiten, sind zum großen Teil keine Profis. Giorgio Furlan versteht seine Arbeit auch als soziales Projekt. Und so kommen alle der hier Beschäftigten aus der Region, vermittelt durch Arbeitsagenturen und Arbeitsgemeinschaften. Darunter Arbeitslose, Menschen mit Behinderungen oder Jugendliche ohne Berufsabschluss. Kaum jemand von ihnen hatte je mit Masken oder Kostümen zu tun.
Das ist die ganz schön groß, knallrot, drei Greife oder was ist, oder Eule. Naja, so viel nicht, aber... Größtenteils Fördermittel sichern die Existenz des Kulturzentrums. Alles, was hier entsteht, können Besucher in einer Ausstellung betrachten. Auch Vorträge und Konzerte bietet das Haus. Monte Onore ist eine kleine europäische Kultur- und Begegnungsstätte. Begegnung auch, wenn italienisches Temperament des Chefs auf die sächsische Gemütlichkeit der Mitarbeiter trifft. Ab 17 Uhr. Donnerstag. Donnerstag. Könnt ihr mich nicht mit Training? Die Leute bringen sich auch einen Teil von ihrem Leben hier. Und es muss auch offen sein, und ich habe auch gelernt. Manchmal habe ich auch mein Leben mit auch meiner Begrenzung, und natürlich manchmal explodiere ich oder bin ganz laut oder sauer oder wie auch immer. Aber es ist auch von den Leuten, akzeptiere auch meine Grenze, auch meine Gefühle. Aber am meisten ist es so, die Leute, sie kommen mit ihrem Leben. Und man muss immer ein Ohr offen haben. Im Garten des Rittergutes zieht Leben ein in Masken und Kostüme. Daniel, wo ist Daniel? In den Pestarzt oder Harlekin. Klassische Figuren der italienischen Komödie. Es gibt einen Trick. Nicht laufen, guck mal, laufen, nicht springen, laufen, schieben. Regisseur Giorgio Furlan natürlich. Die Spieler hinter den Masken sind Laien aus dem Förderkreis. Die Maske, in dem Moment, wo ich bewege diese Maske oder dass ich diese Maske reinsetze, so, und mit dieser Maske jetzt besondere Bewegung mache. Die Maske spricht von selbst. Und natürlich, das ist für viele Leute einfacher. Und wenn sie selber diese Maske auch selber gemacht haben, das ist natürlich ist noch einfacher, viel schöner. Ja, und jetzt schneller. Probe für Casanova in Sachsen. Ein Stück aus der Feder des Meisters im Stil der Commedia dell'arte. Jetzt sehe ich die Mutter, meine Mutter, ich sage, Mutti. In der Hauptrolle Maestro Furlan daselbst. Giorgio Furlans Träume sind noch längst nicht am Ende. Der Wiederaufbau des gesamten Schlosses schwebt ihm vor. Doch das wird Jahre dauern. Immer wieder streift er durch die erhaltenen Kellergewölbe, sucht nach Geheimnissen. Vor allem nach einem sagenhaften Gang. Der soll, so die Überlieferung, bis zur benachbarten Burg Kriebstein reichen. Und weiter noch, unter der Zschopau hindurch, bis ins 5 Kilometer entfernte Waldheim. Sollte er den Gang wirklich finden, dann träfe er dort unten auch Karl Schuster. Ihn interessiert das ausgedehnte Netz von Kellern, Gängen und Hohlräumen, das unter Waldheim existiert. Schon als Kind begann Karl Schuster damit, das geheimnisvolle unterirdische Labyrinth zu erkunden. Teilweise musste man auf den Bauch kriechen, um in den nächsten Hohlraum zu kommen. Aber es wurde mit Kerzen gemacht oder Taschenlampen, wenn man hatte. Und es war also gruselig und aber sehr aufregend. Niemand vermag heute den Ursprung dieser Unterwelt genau zu bestimmen. Naheliegend ist die Vermutung eines Bergwerkes, datiert noch vor dem 12. Jahrhundert. Einige dieser geheimnisumwitterten Tunnel ließ Karl Schuster in seiner Funktion als Kulturamtsleiter vor Jahren freilegen. Es war schon reizvoll, mitten in der Stadt ein Bergwerk zu haben.
Und wir haben also das versucht und auch geschafft, dies für die Öffentlichkeit zu erschließen. Und wir haben also hier ständig Führung drin. Es wird also sehr gut angenommen. Nur ein geringer Teil des weit verzweigten unterirdischen Systems unter Waldheim kann besichtigt werden. Der Rest ist verfallen, verschüttet, einsturzgefährdet. Ein Gang wurde schon vor langer Zeit verschlossen. Und das mit Bedacht, denn er führt unterhalb der Stadt geradewegs zum Schloss. Und das beherbergt ein Gefängnis. Uralt. Aber es wird heute noch genutzt. Also es ist nicht eins der ältesten, sondern das älteste, nicht bloß in Sachsen, sondern in ganz Deutschland. Regierungsoberamtsrat Franz Koslowski kennt sich als Verwaltungsleiter in der Geschichte der Haftanstalt aus. Die beginnt mit August dem Starken im Jahr 1716. Ein Novum. In Waldheim regelt erstmals eine Gefängnisordnung, Rechte und Pflichten der Insassen. Und hier wird später der Maßregelvollzug entwickelt, also die gesonderte Unterbringung von psychisch auffällig Verurteilten. Traurige Berühmtheit erlangt das Gefängnis durch die Waldheimer Prozesse. Das waren Schnellprozesse der DDR-Justiz, die 1950 vermeintliche Nazi-Verbrecher verurteilte. Darunter viele Unschuldige, viele willkürlich Verhaftete. Die Geschichte der Haftanstalt ist gut dokumentiert, ein- und anzusehen von jedem Besucher des Gefängnisses. Eine Justizvollzugsanstalt mit eigenem Museum. Doch, Achtung, Personalausweis, Funktelefon und Taschen müssen draußen bleiben. Da kriegt also der Bürger einen Schlüssel, kann seine Sachen unten einschließen und kann sich dann ganz normal hier hochbewegen. Weder mit der großen Fußkuller dran, noch mit Handschellen, sondern er wird freundlich von uns geleitet und hier geführt. Auch über einen der prominentesten Häftlinge dieses Knastes kann der Besucher mancherlei erfahren. Old Shatterhand-Erfinder Karl May saß ab 1870 als Wiederholungstäter für 4 Jahre in Waldheim ein. Eine silberne Uhr soll er gestohlen haben. Karl May machte sich nützlich, spielte Orgel in der Gefängniskirche und schrieb Kirchenlieder. Eines, sein Ave Maria, erstmals nun in der alten Gefängniskirche zur Aufführung gebracht, gesungen vom Waldheimer Kirchenchor. Zurück zur Zschopau. Wie kaum ein anderer Fluss Sachsens wird die Zschopau wirtschaftlich genutzt. Entlang der Flussufer arbeiten zahlreiche Wasserkraftwerke. Die einst dazugehörigen Betriebe sind längst stillgelegt. Doch Turbinen erzeugen umweltfreundlichen Strom. Bayerische Geschäftsleute hatten diese gewinnbringende Quelle zuerst erkannt und umgehend eine Reihe Kraftwerke aufgekauft. Bei Kriebstein erwarb ein bayerischer Investor gar die komplette Talsperre. Ein kleineres Kraftwerk, schon lange im Familienbesitz, ist allerdings nicht zu haben. Es gehört zur Waldkirchner Rollemühle. Die Mühle selber gibt es schon seit 1563. 1856 hat mein Urgroßvater die Mühle dann hier übernommen und ich bin jetzt der 5. in der Generation, der mit der Mühle seine Brötchen verdienen muss. Thomas Rolle hat den Müllerberuf von der Pike auf erlernt. Heute nun leitet er in den alten Gemäuern einen neuen, hochmodernen Betrieb. Wozu auch eine Mühle in der Mühle gehört. Reich von Laborantin Jenny Heinig. Sie wacht in ihrem Mini-Mühlenlabor darüber, was in der großen Mühle produziert wird. Wir haben unsere neue Wasserkraft ausgebaut und können seit dieser Zeit
komplett mit regenerativer Energie umweltfreundlich versorgen. Und seit 1993 verarbeiten wir also Bioprodukte, Biogetreide zu Mehl, Backmischungen, aber auch mittlerweile bis zu Backwaren. Frische Brötchen kann man in der Mühle allerdings nicht kaufen. Aber in ihrer kleinen Versuchsbackstube prüft Jenny Heinig täglich, ob das Mehl auch das hält, was versprochen wird. Ich komme morgens um 6 und dann stehen so die ersten kleinen Laborarbeiten an und dann mache ich mich in mein Backstübchen und dann geht das los mit dem Brötchen. Während die nächste Charge Mehl zum Versand vorbereitet wird, sind in Jennys Reich frische Brötchen zum Verkosten bereit. Und? Lecker. Ja, ist gut. Ist ein gutes Volumen da, sind ordentlich aufgegangen. Die Bräunung ist in Ordnung. Und, was sagt der Chef? Hm? Danke. Aus gutem Getreide wird auch gutes Mehl und eine gute Backware. Richtig. Aber die Mühle stellt nicht nur Mehl her. Thomas Rolle und sein Mühlenteam wollen mehr. Und so bieten sie in ihrem Mühlenladen seit kurzem eine selbstentwickelte Stollenkreation an. Wir haben also auch an die Leute gedacht, die gerne Stollen essen würden, aber nicht gerne Rosinen darin mögen. Und da haben wir also einen Stollen ganz ohne Rosinen entwickelt, mit Aprikosen, der also sehr nah am Geschmack ist des Rosinenstollens, aber halt ohne Rosinen. Und natürlich auch noch ein bisschen Flair mitbringt. Nee, ist wirklich lecker. Also wie er schon sagte, dieser Ersatz ist eine gelungene Variante zur Rosine. Ist gut. Auf Schloss Ehrenberg geht es auch ums Essen und um Kultur, italienische. Was ist italienische Kultur ohne Essen? Gibt's nicht. Wir schneiden Zwiebel, wie immer. Ja. Giorgio Furlan hat zu einem italienischen Festmahl geladen. Dann kommt Salmone und danach kommt Weißwein. Stilvolles Essen hat Tradition auf Ehrenberg, zum Beispiel 13. September 1909. Zu Gast der sächsische König. Überliefert ist neben der Tischordnung auch die Menükarte. Da wurde opulent getafelt, klare Suppe, kalte Forelle, Lammrücken, Medaillons von Schinken, Rebhühner und Pudding, Käsegebäck und Obst als Dessert. Und heute? Heute Abend gibt es selbstgemachte Nudeln, das ist wichtig. Richtig Nudeln selber so rollen, das ist sehr schön. Wir sind kreativ hier, ne? Und Nudel ist auch was kreativ. Mit Handarbeiten, wir arbeiten mit Ton, machen wir Masken. Und mit Mehl und Eier machen wir Nudeln. Der Gastgeber kocht an diesem Abend nicht selbst. Italienische Lebensart möchte er an diesem Abend vermitteln. Und alle sollen mitmachen. Haben wir so 3 Zwiebeln von Lachs. Ach ja, die Speisen. Sächsische Kräuter, Brokkoli und Lachs soll es zu den selbstbereiteten Nudeln geben. Ich drücke überhaupt nicht. Nur diese muss arbeiten. Das ist mehr schneller als möglich ist. So, aber wenn ich da drücke, bringt gar nichts. Unter italienisch fachkundiger Anleitung gelingt das auch. Schließlich. Sind wir doch gewöhnt, oder? Aber hier, so, das ist 2 mm. Dieser Hintergrund mit Kräuter kochen, warum die Kräuter, warum die Gemüse, alle diese Geheimnisse, diese Gefühle, die Leute, die sagen, wie viel muss sein da? Lass weg, wie viel. Versuchst du die Menge, wenn du denkst. Versuchst du lernen, kochen mit Gefühl, nicht mit Menge.
100 Gramm, 50 Gramm, verboten. Bei mir ist, machst du da. Du siehst selber, wie viel man braucht. Ne? Wie viel Salz, wie viel Öl. So, das ist ein Lernen, wie so wie Malen. Gibt es nicht so ein Rezept, du musst ein Bild so. Du hast die Zutaten von einem Bild, also die Zutaten sind Farbe, so. Versuchst du mit dieser Farbe oder eine Maske mit Papier, und das gleiche ist auch Kochen. Gefühl. Die Idee zu diesen Abenden, die wurde während eines Italienisch-Sprachkurses in Waldheim geboren. Allein davon könnte wohl Giorgio Furlan seinen Lebensunterhalt bestreiten. Die Nachfrage ist groß. Wie auch nach Pasta, Lachs und Kräutern. Kochen ist, glaube ich, auch eine Botschaft am Menschen. Ne? Ist ein Zusammenleben. Kannst du vorstellen, eine große italienische Familie, alles schreien, alles essen, alles kochen. Das ist ich versuche auch ihr. Und so manchmal, so mit dieser Gelegenheit, habe ich auch manchmal gutes Essen. Ne? Von allein koche ich nicht oder wenig. Der wohl schönste Abschnitt der Zschopau liegt zwischen Mittweida und Kriebetal. Hier staut die Talsperre Kriebstein den Fluss zu einem großen See. Eine Landschaft, die durchaus italienische Züge trägt, an den Lago Maggiore erinnert. Still ruht der See. Bis auf einen Tag im August. Rennboote rasen mit 180 Stundenkilometern um die deutsche Meisterschaft. Schön die wohltuende Ruhe danach, wenn der See wieder ungestört zum Refugium für Segler, Kanuten und Ruderer wird. Ein besonders aktives Völkchen sind die Wildwasserkanuten vom Verein Lok Döbeln. Allen voran Sven Mirschel. Die Begeisterung für den Sport erbte er von seinem Vater. Unser Verein besteht ja schon über 50 Jahre. Mein Vater ist Gründungsmitglied mit gewesen und ist dann später Slalom-Trainer gewesen. Und wir haben aktiv Slalom trainiert und damit war es gegeben, dass ich ein Paddel in der Hand gekriegt habe. Und dann ging es jetzt lang zu paddeln. Als ich 7 Jahre alt war, ging es runter ins Kanaheim und dann ging das los. Wildwasserkanuten kennen keine Hindernisse auf der Zschopau. Und kommt ihnen mal ein Wehr in die Quere, springen sie kurzum hinunter. Und weil es so schön war, gleich noch einmal. Wir fahren halt gewisse Schwierigkeiten und irgendwann hört es auch bei uns auf. Wir haben jeder einen Beruf und jeder eine Familie hinten dran und
wenn das alles zusammenpasst und wir unseren Spaß dabei gehabt haben, dann sind wir zufrieden. Bis Ende der 70er Jahre war Wildwasserslalom sogar olympische Disziplin. Eine Zeit, in der Lok Döbeln so manchen Welt- und Europameister hervorbrachte. Aber das ist längst Geschichte. Heute ist der Sport für Sven Mirschel und seine Wildwasserfahrer ein Hobby. Spannend und sehr erfrischend. Wenn ich abends mit einem Grinsen vom Bach komme, dann passt. Direkt neben der Talsperre, hoch über der Zschopau, thront auf einem Felsen Burg Kriebstein. Erbaut im 14. Jahrhundert. Sachsens schönste Ritterburg. So jedenfalls wird sie in jedem Reiseprospekt beschrieben. Herren der Burg sind seit Mitte der 80er Jahre Gabriele und Bernd Wippert. Na ja, Burgherr klingt immer so, wollen wir es mal als Burgvogt bezeichnen, das ist dann stimmiger. Ja, also wir sind ja gemeinsame hier und waren vorher schon 2 Jahre auf der wunderschönen Burg Stein im Westerzgebirge. Und das war schon immer auch mein Lebensziel und auch ein gewisser Traum, auf einer Burg zu sitzen und dort was bewegen zu können. Und das hat sich hier wirklich erfüllt. Zu DDR-Zeiten war Kriebstein allerdings weit entfernt vom Prädikat schönste Burg. Es ist eben der alte Slogan, stand auch damals schon an. Also der ist wirklich, geht bis in die 20er Jahre zurück. Kriebstein, die schönste Ritterburg Sachsens. Aber es war eben eine marode Schönheit. Ne? Soweit noch komplett. Wir haben auch damals gesagt, toi toi, nie Krieg zerstört, kein Brand darüber gegangen. Also alles wirklich sehr original erhalten, aber eben ja schon sehr, sehr altersschwach, kann man auch sagen. Heute ist davon nichts mehr zu spüren und zu sehen. Seit 1993 gehört die Burg dem Freistaat Sachsen. Und die beiden Burgvögte haben die spätgotische Anlage rundherum restaurieren lassen. Mit ihren Glanzstücken, dem Kriebsteinzimmer und der Burgkapelle. Bleibt die Frage nach Geistern und verborgenen Schätzen auf der Burg? Ja, so mit Geistern können wir nicht ganz so dienen. Zumindest lassen die sich hier mit diesem Medium schlecht darstellen, aber ein Schatzfund, und das wollen wir mal als offiziellen Begriff auch so stehen lassen, ein Schatzfund hat man real. Und zwar nun schon über 22 Jahre her. Im Juni 1986 war es, als ich aber ganz im Rahmen von seriöser, schlichter Bauforschung das hier Ausgestellte in diesem Schatzgewölbe fand. Und zwar im Schornstein, im stillgelegten ehemaligen Kamin, im Wohnturm. 2 Vorgänger, auch aus gotischer Zeit stammend, Kamine waren in der Regel nur mit Bauschutt vollgefüllt und Ruß. So, hier waren es Schätze, 9 laufende Meter, Silber, Porzellan, Bücher, sogar ein großer Gobelin mit drin. Ja, das war schon eine Überraschung. Der einstige Burgherr hatte die Kleinodien im April 1945, also wenige Tage vor Kriegsende, im Kamin versteckt. Nach dem Wiederauffinden, aufwendig restauriert, können sie heute als Dauerleihgabe der Besitzer im Schatzgewölbe der Burg von den Besuchern bewundert werden. Aber Burg Kriebstein ist nicht nur museal anziehend, denn Mittelalter, Ritter, Knappen und Burgfräulein lassen sich auch hautnah miterleben. Beinahe authentisch. Idealer Veranstaltungsort, der Burghof. Angereist vom benachbarten Rittergut Ehrenberg, die Theaterwerkstatt Monte Onore.
Sie bereitet die Aufführung des Maskenspiels Casanova in Sachsen vor. Sowohl Bühnenbild als auch Requisiten, Ton und Lichtinstallation. Alles von der Theatergruppe selbst entwickelt und gebaut. Giorgio Furlan wirkt zufrieden. Ich merke schon, dass Leute, dass bei mir so etwas mehr Sicherheit bekommen. Leute, dass sie vorher Angst hatten oder dass immer im Hintergrund war. So in, dass jetzt sie, dass sie sehen, das Protagonist in erster Reihe. So. Ich habe gemerkt, für viele, dass sie viel mehr selbstbewusst bekommen haben. So. Stefan, sehr gut. Und dann nicht vergessen, da oben gehen. Ne? Ja. Das ist auch bei der Probe zu spüren. Die Laienschauspieler haben Spaß am Komödiantischen. Und ich habe so gesehen, dass viele Frauen so diese andere Schritt, dass sie extra sagt, ich bin doch nicht so eine Hausfrau. Und die habe ich viele gefunden. Dass sie haben schon manchmal, der Mann war so, oh, du gehst da immer bei der Verlangen und so, ja, du kannst ja da schlafen, du kannst da essen, so, bleibst du nicht mehr so. Sie sind natürlich eifersüchtig. Eifersüchtig, weil die Frau mehr frei ist, ist mehr selbstbewusst. Sie ist Protagonist, sie kann spielen, sie kann so und dann so. Und da ist es oft. Mit 21 Fischarten zählt die Zschopau zu den fischreichen Flüssen Sachsens. Darunter Bachforellen, Eschen und Barben. Ökologen geben dem Wasser die Note 3, also mäßig gut. Forellenzüchter Jörg Schneek ist jedoch zufrieden mit seinen Fischgründen in der Zschopau. Ich will mal eins sagen, wir haben mit den Forellen keine Schwierigkeiten. Das ist eigentlich ein guter Hinweis auf die Wasserqualität. Ne? Also die kann nicht schlecht in dem Sinne sein. Direkt bei Mittweida das älteste und größte Kraftwerk am Fluss. Ein technisches Denkmal. 1908 als Dampfwasserkraftwerk gebaut, liefern die Turbinen noch heute Strom ans Netz. Eine enge Kooperation verbindet das alte Kraftwerk mit der Hochschule Mittweida. An dieser hochmodernen Technikschule studieren junge Menschen aus aller Welt. Biotechnologie, Medien, Mathematik, Elektrotechnik. ...1867 wurde das Technikum gegründet und war von Anfang an ein heißer Tipp. Absolventen aus Mittweida sind gefragt und hinterließen auf allen Kontinenten ihre Spuren. Gerhard Neumann beispielsweise in den USA als Vater der Jet-Triebwerke. Oder Autobauer Friedrich Opel und August Horch. Auch sie studierten in Mittweida. Walter Bruch, er erfand das PAL-Farbfernsehen. Und Bernhard Schmidt schaffte es mit seinen Spiegelteleskopen bis auf den Mond. Sogar ein Mondkrater wurde nach ihm benannt. Gleich daneben landeten 1969 die Amerikaner mit Apollo 11. Und heute landet mancher Weltraumfahrer in Mittweida bei Tassilo Römisch. Also an meine Gästezimmer hier darf nur schreiben, wer wirklich im Weltall war. Und ja, die waren alle hier, denn ich schleppe ja die Tür nicht mit durch die Gegend. Der ist ganz wichtig. Also hier war im Jahr 2000, da war dieser Kosmonaut, der heißt Shukdardemidin Gurakcha, gerade Minister für Verteidigung. Den kennt man ja, das ist Ulf Merbold, der ist in Deutschland sehr bekannt. Das ist der erste, der 7-mal im Weltall war, Jerry Ross, ein Amerikaner. Hier haben wir den Polyakov,
Der ist 427 Tage am Stück im Weltall gewesen, also auch ein Weltrekord. Und den absoluten Weltrekord summiert Aufenthaltsdauer im Weltall hält Sergei Krikalov, der war 2006 hier und er war 803 Tage im Weltall. Tassilo Römisch sammelt alles, was mit Raumfahrt zu tun hat, von Astronautennahrung bis Raumanzug. Zu vielen Astronauten und Kosmonauten hat er Kontakte, vermittelt sie über seine internationale Weltraumagentur zu Vorträgen und Symposien. Kein Raketentyp, den er nicht eigenhändig als Modell nachbaute und so mit seiner Sammlung im Guinness-Buch der Rekorde landete. An der Hochschule Mittweida hält Tassilo Römisch Vorträge über Weltraumgeschichte. Und in diesem unscheinbaren Haus in Mittweida betreibt der Autodidakt das größte private Raumfahrtmuseum in Deutschland. Kilometer weiter flussaufwärts, Zschopau. Eine kleine Stadt mit großem Namen, als Wiege des Motorradbaus. 100 Jahre ist es her, als Jürgen Rasmussen, auch ein Absolvent aus Mittweida, eine Motorradfabrik gründete. Schon Ende der 20er Jahre war es die größte der Welt. Auch zu DDR-Zeiten wurden in Zschopau Motorräder hergestellt. Marke MZ. Einfach, robust, verlässlich. Der Mythos lebt. Einmal im Jahr treffen sich Fans Zschopauer Motorräder zum großen Spektakel. Wohl jeder hat in dieser Region Benzin im Blut, selbst im kleinsten Örtchen. Zum Beispiel Harald Sturm aus Wildstoff an der Zschopau. In den 70ern und 80ern fuhr er als MZ-Werksfahrer mehrmals zu Welt- und Europameisterehren im Motorrad-Geländesport. Naja, und zu den Motorradtreffen in Zschopau holt er die alte Rennmontur nebst Maschine hervor. Und ab geht's. Ja, ich bin auch ein Naturfreund. Man soll es nicht glauben, aber es ist wirklich so. Ich liebe meine Region, ich gehe gerne wandern. So nachmittags, wenn ich Zeit habe mit meiner Frau, gehen wir schön an der Zschopau lang. Da gibt es schöne Wanderwege, man kann auch schön Rad fahren. Aber am wohlsten fühlt er sich auf seinem Motorrad, Born to be Wild. Auch wenn es heute mehr oder weniger nur noch Erinnerungen sind. Das ist für mich ein schönes Andenken. Das war meine Zeit. Das ist das Motorrad, genauso hergerichtet, wo wir Weltmeister geworden sind. Mit der Startnummer und allem, mit jedem Aufkleber. Da bin ich schon noch stolz drauf, für ein Produkt. Heute rausgeholt aus dem Geschäft, Benzin reingegossen, zweimal gedreht. Fahrzeug lief. Halt eine MZ. Sprach's und ward nicht mehr gesehen. Benzin im Blut? Auch die kleinen Zschopauer schon. Ich bin der Felix, bin 10 Jahre alt und komme aus Zschopau. Ich heiße Nils, bin 8 Jahre und komme aus Amtsberg. Ich heiße Jessica Meester und bin in Zschopau bei den USA. Bin 6 Jahre alt. 5, 4, 3, 2, und wenn es dann um Platz und Sieg geht, fahren die Kleinen schon ganz groß. Willi zum Beispiel, 6 Jahre alt. Willi ist ein ganz schneller, trainiert am liebsten mit seiner Mama. Und eine Verehrerin hat er auch schon. Das ist der Willi. Das ist nämlich mein Freund. Nicht so im Rennen, wenn sie einmal aufeinandertreffen. Aber zum Glück, wo hier Rennen war, da war er zum Glück nicht da. Zum Glück. Da waren sogar 8 Jungs. Und ich war das einzige Mädel. Und die habe ich geschlagen. Da war noch einer dabei, der war dann schon gut. Aber beim Zweilauf war sein Motorrad kaputt, habe ich sie einfach überholt. Dann bin ich Erster geworden. Jessica und Willi, zwei kleine Zschopauer und große Hoffnung.
Der Nachwuchs des Kanuclubs Döbeln bevorzugt eher sanftes Gleiten auf dem Fluss. Aber wer weiß, vielleicht werden aus den Wasserwanderern mutige Wildwasserkanuten, die mit Kraft und Geschick die Tschopau-Wehre überspringen. Möglichkeiten für diesen Sport bietet der Fluss und noch mehr. Im Kanuhain auf der Bischofswiese warten auch Drachenboote auf ihren Einsatz. Während die Bootssportler den Abend am Fluss genießen, ist oben auf Burg Kriebstein alles bereit für Vorhang auf zum Maskenspiel Casanova in Sachsen. Es soll ein voller Erfolg für die Laienspieler des Kulturvereins Centro Arte Monte Onore und Giorgio Furlan werden. Dennoch ein kleiner Wermutstropfen für den sächsischen Italiener bleibt. Die einzige Sache, das finde ich leider, leider nicht schön, ist die Lebensart in diesen Orten. Abend gibt es gar nicht. Die Leute gehen nicht auf den Dorf, wie in Italien, so was trinken oder essen draußen. Das fehlt, diese Atmosphäre. Aber vielleicht kommt, ich weiß nicht.